Hallihallo und ein herzliches Willkommen an euch, liebe Freunde, die ihr Pokémon genauso liebt wie ich oder vielleicht noch lieben werdet. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist es nachts. Es ist Nacht, es ist Abend geworden und das ist ein unheimlich cooles und neues Feature für damals gewesen und ein absolutes Novum für Pokémon und seitdem auch immer wieder beibehalten. Ja, ganz kurz, lass mich das noch zu Ende erzählen. Diese Tag-Nacht-Wechsel oder allgemein diese Uhrzeiten haben natürlich auch verschiedene Events und auch Pokémon, die in der freien Wildbahn erscheinen können, zur Folge. Das ist schon übelst cool gewesen, also ich habe das damals so gefeiert und finde es auch immer noch cool. Ja, und hier seht ihr den Assistenten von Professor Lind. So, und er hat ein Pokémon-Ei für uns. Ja, ganz genau. Mach ich. Da seht ihr das Team. Hier ist das Ei. Und, achso. Das dauert noch eine Weile, bis es schlüpft. Es könnte bald schlüpfen. Ja, erster Orden errungen. Ich bin soweit fertig in Viola City und begebe mich nun nach Süden. Doch zuvor muss ich noch was richtigstellen. Eine Antiparbeere ist natürlich, um Paralyse zu heilen. Und ich sagte in Episode 1, eine Bitterbeere wäre zum Gift heilen. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Eine Bitterbeere heilt Verwirrung. So, den Freund darf ich nicht einfach so außer Acht lassen, denn er hat etwas Schönes für mich. Haha! Habe ich nicht bedacht, als ich Evoli in Divi als Starter wählte, aber ist ja voll cool. Denn das ist ein Item, welches Pflanzenattacken um 10% verstärkt. Hoppla. Da, die Wundersaat. Und die gebe ich natürlich Kräuterli. So, und ich finde, Kräuterli könnte auch mal wieder ein bisschen mehr trainiert werden. Flutterman hatte in Viola City seinen großen Auftritt bisher. Yeah. Eine neue Route, ein paar neue Pokémon. Und da ist noch schon eins, nämlich Rattan. Rattan und Arbok finde ich schon ziemlich cool. Aber kein weibliches, sorry. Das klingt vielleicht etwas sexistisch. Aber ich finde so ein Arbok, das wirkt schon sehr männlich. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich eins haben will. Mal sehen. Teenager Niels mit IE schickt ein kleines süßes Radfratz in den Kampf. Oh, und Kräuterli ist ja auch schon fast Level 12. Tja, wenn mich nicht alles täuscht, entwickelt es sich auf Level 16. Zubat. Zubat, da wechsle ich mal. Yeah, Zubat. Los, pinker Flutterman. Ah. Ich dachte, du one-shottest es. Nein. So. Ich will auch immer mal nach Trainern Ausschau halten, die mir ihre Telefonnummer geben. Aber einen Teenager habe ich ja schon im Repertoire, nämlich Julian. Aha, ja, du weißt. Wie bitte Kampf? Ich telefoniere. Oh, okay, aber mach schnell. Na klar, das soll ich mir nicht zweimal sagen. Ich werde dich ganz schnell wegpusten, wenn du möchtest. Annette. Oder doch, Annette. Annette mit Nidoran weiblich. Reflektor. Brauche ich nicht. Wirklich, aber ist auch eigentlich gar nicht so schlecht.
Gott, wie wenig Schaden macht das denn? Ich probiere mal eine ineffektive Attacke. Ja, Volltreffer, das haut natürlich krass rein. Und normal? Eigentlich gar nicht so schlecht. Egal. Ein letzter Tackle. Sinnlos. Ha, was will ich denn noch? Also ich will auf jeden Fall noch ein Wasser-Pokémon im Team haben. Nein, nicht unbedingt Garados. Ah, na klar, du telefonierst wahrscheinlich den ganzen Tag. Habe ich euch überhaupt schon mal die Radiofunktion gezeigt? Ich glaube nämlich nicht. Denn Professor Eich hat ja auch eine Radiofunktion. Ey, ich habe noch nicht geleckt. Ja, ja. So, Karte. Route 32 ist das. Ach, dumm. Ich habe auch noch gar nicht das Radiomodul. Ich dussel. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Ich kann mir nur Radio in fremden Häusern anhören. So, und ich werde mal nach rechts gehen. Hier sind nämlich ein paar Angler auf dem Steg. Wie das halt so ist, der übliche Ort zum Rumtreiben. Ah, Ektofensa, Level 6. Das ist schon cool. Ich bin schon ein großer Latenia-Fan, aber ich habe ja ein Pflanzen-Pokémon. Also, sorry. Der dicke Angler. Angler haben immer Namen mit A, das finde ich immer ganz lustig. Ahmed. Der türkische Kollege Ahmed. Warum nicht? Rasierblatt. Oh nein, es geht die Scheiße los. Oh, ich merke auch gerade, dass ich die Animation ausgestellt habe. Aus Versehen. Ich war nämlich im Menü und habe, wie ihr sehen könnt, den Rahmen geändert. Da muss ich wohl da drauf gekommen sein. Macht ja nichts. Werde ich einfach gleich ändern. Quapsel im Team. Schade, ein Quacksel werde ich nicht haben können. Oh, ein Glück. Quappo, Quappo ist schon geil irgendwie, ne? Quappo macht schon richtig Fun. Aber damals war es schon noch... So unentschlossen. So. A3 und an. Hey, das ist noch ein Item. Quappo, Quappo... Quapopo. Oh nö, ey. So ein Carpador-Lulli ist das. Der hat bestimmt nur Carpador, ne? Ja, ja, der hat nur Carpador. Die geben ja auch kaum Erfahrung. Das ist übelst dumm. 21. Ist doch lächerlich. Oh, noch ein Carpador. Mich noch mal mit ein paar Items eindecken sollen in Viola City. Ach, egal. So, da habe ich jetzt, wenn noch so ein Level 5er kommt, in Summe 84 Erfahrungen gekriegt. Wow. Das ist fast nichts, ne? Ah, Level 15. Hoi, hoi, hoi. Ist sogar übelst schnell. Und wie viel gibt das? Lächerlich, lächerlich. Einfach lächerlich. Hallo, von hinten. Na, das will ich sehen. Was du für ein guter Trainer bist. Vor allem der Pokéball ist in derselben Farbe wie seine Jacke und seine Mütze und seine Schuhe. Angelo.
Ich bin eine Angelo, präsentiere eine Goldini. Schmeckt hervorragend zu Tagliatelle. Wenn die Leute in Pokémon-Welt Fisch essen, essen sie dann Fisch-Pokémon? Mysteriös, mysteriös. Ich glaube, Kräuterli wird sich auf Level 16 entwickeln. Mama ruft an, endlich! Haha! Da schauen wir doch glatt mal nach. Aber erst will ich das Item hier haben. Yeah! Ein Superball! Der ist so super, dass er sogar besser als ein Pokéball ist. Dumm. Oh, ich bin immer... Scheiße. So. Flutterman und Kräuterli absolut gleich gerade vom Level. Das ist gut, das ist ausgewogen. Zu Clemensina habe ich mich ja schon geäußert. Ist im Moment nur ein Platzhalter. Cool, Nidoran, männlich. Das wäre schon cool. Nidoking. Laserstrahl. Und weggewirbelt. Erwin! Der Camper! Sieht aus wie so ein richtiger Camper. Immer irgendwas Cooles, Mann. Felino! Felino! Alter, Felino! Oh. Ich versuche mir mal einen Felino zu fangen. Yeah! Cool, es kann auch schon Aquaknarre. Das finde ich sehr geil. Pokéball! Flieg und Sieg! Och. Dann kann ich ja doch nochmal Clementina ranholen. Hey, nicht dich. Flattermann, super! Super, Flattermann! Oh nein. Ah, das geht ja noch. Bip, bip! Alter. Sieht ja gar nicht aus hier. Ich hatte doch mal mehr Pokébälle, wo sind die alle hin? Egal. Verdammt, jetzt habe ich vergessen, wie Roman sich nennen wollte. Romanos? Da Felino wird als Fisch. Ist aber eindeutig so eine Art Molch. Bezeichnet. Ja, komm. Romanus. Nee, es klingt doch dumm. Romandos? Romanus? Romanor. Ich glaube Romanor. Ist ja auch egal. Roman, du bist Felino. Nein! So eine Kacke. Einer! Alter, der übelste Einer! Schön aus dem Norden. Hey. Da ärgere ich mich aber nicht rum. Schließlich ist Felino vom Typ Wasser
und Boden. Es geht mir so auf den Zünder, dass das keine 100% Trefferchance hat. Ich check's vor allem nicht. Eine Attacke mit einer hohen Volltrefferquote muss doch aber auch eine gute Genauigkeit haben. Oder? Egal. Jawohl, da ist ja der Ruckzuckhieb. Hab ich gestern einer im Kampf besiegt. So, und um ein bisschen Romanors Einstand zu feiern, wird er natürlich auch an die Spitze gestellt. So. Hey, Fettag. Eine Rute, ein Schwanz vom Fleckmon? Nur 1 Million, Nee. Dann mach dich vom Acker. Geil ist auch, wenn ich ja sage. Pass mal auf. Ich dachte, die Kinder von heute wären stinkreich. Ah, das ist schon so ein bisschen gesellschaftskritisch. Und hier ist was. Ja, genau, ich spiele am Freitag. Und es gibt so eine Art, ja, Geschwisterbande, die haben alle andere Namen. Frieda am Freitag, Donatus am Donnerstag und so weiter. Und die stehen an verschiedenen Orten und was für ein glücklicher Zufall. Frieda gibt mir Giftstich. Und ist quasi das Pendant zu Wundersaat. Genau, sie sagt es auch selber. Ja, habe ich aktuell nicht. Wo war ich? Ja, genau. Und die sind an verschiedenen Orten und ja, geben einen immer so einen Typ-Verstärkungs-Item. Hier ist ein Angler-Typ. Ja, ich hätte sehr gern eine Angel von dir, Junge. Angel ist toll. Naja. Mach ich. Ich werde sie schon mal eintragen. Auf Select. Jo, hast du richtig. Ich habe Falk besiegt. Alter Schwede. Hab ich den besiegt? Hat Flutterman den vor allem besiegt? Richtig weggeflattert. Rico. Ja, Aquaknarre, Rutenschlag. Ist jetzt noch nicht so viel. Ach, das wird so nix. Okay, Romanor. Soll erstmal genügen. Ich habe ja Rückzugkieb. Muss ich gleich mal noch richtig platzieren. Ich lasse mein Taubsi kämpfen. Mein Flutterman ist eh viel besser als alle anderen. Sieht zwar so aus. Früher habe ich immer die Attacken nach Buchstaben. Also je länger das, die Attacke, der Attackname ist, desto weiter unten hat die gestanden. Aber mittlerweile mache ich es nach Häufigkeit der Verwendung sozusagen. Das aktuelle Windstoß eben ganz weit vorn. Habitag. Ruckzuckhieb. Yeah, das sieht cool aus. Zup, zup. Oh, Junge. Komm, gibt's noch einen hinterher. Zack, zack. 99. Rico. Ja, aber ich will nur ungern nicht vollgeheilt in diesen, in diese Höhle. Nicht wundern, ich weiß natürlich die Namen der Orte. Aber weil es ja auch Zuschauer gibt, die
Entschuldigung. Weil es auch Zuschauer gibt, die tatsächlich dieses Pokémon-Spiel noch nie gespielt haben und auch nicht kennen, will ich denen nicht die Spannung verderben und nicht die Namen einfach so verraten. So, Einheitstunnel heißt nämlich diese Höhle. Keine Ahnung warum. Welche Einheit hier propagiert wird. Ist ja auch egal. Hä, warum nicht? Wenn man hier durchlaufen muss, dann ist es doch ganz klar, dass hier früher oder später einer vorbeikommt, du dummer Karre. So, ich bin der Karre. Alter, Level 11. Dass das wird. Autsch. Och, warum denn Volltreffer? Hast du eine Macke? Geil. Das haut rein. Lass doch mal die Scheiße weg. Deinem dummen Tackle. Ha. Übelst gut. Romanor. Zack. Und noch ein Level. Oh, schade. Warum nicht Romanor? Dafür hast du dir einen Trank verdient. Whoop. Und noch eine Beere hinterher. Nein, ich möchte Romanor nicht Lebensschelle beibringen. Ich heb's mir noch auf. Zubat. Zubat ist auch cool, vor allem die letzte Entwicklung. Aber ich weiß nicht. Das ist ganz schön aufwendig, das zu trainieren. Aber das wäre ein cooles Gift-Pokémon, oder? Hm. Was sagt ihr? Soll ich ein Zubat in mein Team aufnehmen? Um es zu trainieren, um es zu hegen, zu pflegen und mich um es zu sorgen? Wenn ja, dann schreibt es doch bitte einfach in die Kommentare. Allgemein bin ich auch offen dafür, für diejenigen, die sich auskennen oder die Pokémon jetzt gesehen haben, die ich jetzt nur besiegt oder von denen ich geflüchtet bin. Noch ein Burkhard. Ja, wenn ihr einen Wunsch habt, was ins Team soll, gerne her damit. Da können wir doch überall drüber sprechen. Und auch bezüglich der Spitznamen. Ansonsten lasst ihr mir quasi freie Hand und wenn euch das auch recht ist, dann ist das euch auch recht. Wie langsam das ist. Also, Romanor. Dafür haut's alle weg. Was sind das eigentlich für Werte? Oh, das ist übelst schlecht im Spezialangriff. Hm. Naja, da müssen wir einfach mal gucken, was wir da machen. Im Moment reicht's ja. Oh, oh, oh. Was ist denn da passiert? Diddlit. Ja, Level 5 ist es auch. Aber Zubat gibt es wirklich überall, so gut wie überall. Deswegen schreibt, also wirklich, mich würde eure Meinung sehr interessieren, was ihr so für Vorstellungen habt, was für Vorschläge. Ja, Feuerspucker Veit. Oder Veit? Nee, ich glaube, wird schon Veit ausgesprochen. Aha. Ein Smogon. Das geht mir ja schon auf den Sack. Smogon hält nämlich immer schön viel aus. Kann dumme Giftattacken. Kurz, es ist nervig. Wenigstens gibt es in dieser Edition noch keine Fähigkeiten.
Dann wär's nämlich immun gegen Bodenattacken. Habe ich aber aktuell nicht im Team. Eine Bodenattacke. Yeah! Eat that berry! Blub, 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 blub! Platsch, platsch, platsch. Und weg. Oh, das hasse ich wie die Pest. Dieses, eigentlich ist die Leiste ja voll, aber das heißt nicht, dass das auch wirklich ein Level up ist. So. Shatterman soll auch seine Chance haben. Mit einem Windstoß. Ganzes Smog ist weggeweht. Yeah, und ein Volltreffer. Habe ich immer am liebsten. So, hier ist ein Item. Noch ein Superball? Oui, oui, oui. Das mag ich auch sehr. Ach so, es gibt auch manche Telefonnummern von Leuten, die einem sogar in Kenntnis setzen, wenn ganz besondere Pokémon erscheinen, und nur dann kann man die auch fangen. Ich weiß auch so grob von ein paar, aber nicht mehr alle. Noch nicht, was es so für Pokémon sind. Also Yanma auf jeden Fall. Oh, Spaß. Yanma ist dabei auf jeden Fall. Was denn noch? Ich glaube Snubbull. Ja, Snubbull. Sind es noch zwei, drei, glaube ich. Naja. Ja, Dummisel, glaube ich, auch noch. Kann ich mich ja mal belesen, falls da irgendwas Cooles dabei ist. Ich hätte gern so ein Team aus. Na, so halb-halb. Drei Pokémon aus Generation 1 und drei aus Generation 2. Das wäre doch eigentlich ganz cool. Alter, Fleckmon. Bin ich ja total falsch hier mit. Romanoa. Kräuterli hingegen ist total richtig. Alter. Übelst weggemoscht. Satoru. Sehen wirklich ganz schön Maniac-mäßig aus. Oh. Komm schon. Tritt! Warum denn nicht? Komm, das kann ich auch eigentlich besiegen. Oh, fuck, das macht schon zweimal Rudenschlag, dann kommt so ein dummer Tackle mit Volltreffer und haut mich übelst kaputt. Wetten? Ah, haha. Oder ein voll Danebentreffer. Dilididid. Och. Aufwecker. Sehr gut. Also wirklich durchweg Level 5, Zubat. Flüchte doch mal vor diesem dummen Vieh. Ist doppelt so, ja, hoch vom Level. Gibt's doch wohl nicht. Komm jetzt mal hier mit Lichtjagd. Was? Achso, ja, jagt einem eine Hülle, keine Angst sein. Das ist natürlich klar. Im Dunkeln. Ude? Was ist denn Ude für ein Name? Ja, yeah, Vulpix. Oh, schön.
Vulpix ist süß und Vulnona ist auch total süß und auch cool. Ich mag Vulnona sehr. Weiß gar nicht, in Silber man da Vulnona oder Vulcano kriegt oder ob das egal war. Hack. Und platsch und weg. Dilididid. Ja, ein Slam. Auch wieder so eine scheiß, keine 100% Genauigkeit Attacke. Ja. Ja. Schon bin ich draußen. Und das war's auch erstmal von diesem Part. Ich freue mich schon, wenn ihr gleich wieder dabei seid.